Willkommen zurück bei den XCOM-Files mit der zweiten Versuch der Basisverteidigung. Wir hatten es fast geschafft beim letzten Mal. Ich weiß nicht, ob wir es fast geschafft haben. Ich bilde mir ein, wir hätten es fast geschafft. Okay, da ist unser erster Reaper. Hier wieder rein. War leider nicht gut genug. Dann haben wir dich. Ich möchte mal versuchen, ein bisschen defensiver zu verteidigen. Ich hoffe, das klappt. Okay, der Reaper wäre weg. Der Reaper wäre weg. So, wir haben beim letzten Mal einen Fehler gemacht und in der ersten Runde wollten wir da einen rüberschicken. Das machen wir diesmal so nicht mehr. Dann du hier runter. Okay. Und dann haben wir hier auch nochmal drei Leute. Du da rein. So, was wir beim letzten Mal gemacht haben, hier stand einer, den haben wir getötet. Das werden wir diesmal nicht tun, sondern ich gehe hier rüber rein. Das ist mir zumindest für den Moment vor Reapern sicher. Oder generell. Und dann werden sie hier durchkommen und dann hoffentlich können wir ein paar wegnatzen. Okay, wen haben wir noch? Hier oben ist einer. Ich weiß nicht, ob wir da wirklich Hilfe brauchen. Ich denke, wir fokussieren uns hier auf den Access Lift. Erstmal hier hin. Das Ding kommt auf den Boden. Der ist unterwegs. Ich glaube, das müsste auch schon gewesen sein für die erste Runde. So, und hier kamen dann 6 Floater durch. Beim Rest schauen wir mal, was passiert. Vielleicht müssen wir doch die Reaper ein bisschen priorisieren. Beziehungsweise es war ein Fehler, zum Access Lift nach vorne zu gehen. Wir müssen die vorderen sterben lassen, falls notwendig. Okay, wir sehen nichts. Okay, ein Reaper. Ja, wundervoll. Schieß ihm. Schieß ihm ins Gesicht. Wir sehen den Reaper. Wir sehen mehrere Reaper. Interessanterweise keine Floater. Okay,
Okay, der wäre weg. Die Minigun ist nicht so gut gegen Reaper. Okay, ich habe nichts gesagt. Die Minigun ist hervorragend gegen Reaper. Okay, gut. Du kannst wieder rein. Keiner da. Was? Okay, da ist ein Reaper. Oh, das hat sogar funktioniert. Hätte ich nicht gedacht. Na komm, du kriegst. Okay, reicht nicht mehr. Aber ist gut, da hast du eine gute Schusslinie. Interessanterweise haben sie keine Anstalten gemacht, irgendwie hier was zu tun. Es könnte sein, dass hier einer durch ist. Schwierig zu sagen. Jeweils kurz raus. Ansonsten passt das aber soweit. Gute erste Runde. Ich habe keine Ahnung, was sie machen. Letztes Mal hat es hier von Floatern gewimmelt. Aktuell kommen erstmal nur die Reaper. Soll mir recht sein, wenn wir die aus dem Weg räumen. Passiert nichts. Das ist verdächtig. Zwei Runden und wir haben keinen Verwundeten. Okay. Wen haben wir? Ich weiß nicht genau, welche von beiden mehr Schaden macht, aber ich mache jetzt einfach mal den weg. Das ist ein Leader. Aha. Kleiner Werfer ist auf jeden Fall gefährlicher. Und hält was aus. Okay. Der wäre Geschichte. So weit, so gut. Das hier sieht vernünftig aus. Was hast du? Ein komisches Plasmagewehr. Okay. Drei. Gut zu wissen. Oh. What? Ah, Nahkampf verloren. Damn it.
Ich hab's nicht geschnallt. Das war meine eigene Dummheit. Solche Fehler dürfen eigentlich nicht passieren. Aha, da ist auch nochmal einer. Okay, hier war was. Dang it! Okay, du bist durch. Was hast du für eine Waffe? Der hat ein schweres Plasma. Gut. Tja, wie gesagt, ich denke, die Reaper dürften die Tür nicht aufkriegen. Darauf bunkere ich jetzt ein bisschen. Oh, du kannst noch was tun. Einfach nicht sterben, die Ratte. Okay, was soll's? Ihr seid alle durch. Das ist der Nahkampf, Freundchen. Das passiert mir auch immer. Wo? Was? What? Wie kommt der bis hier hin? Und wer zur Hölle schießt da? Was? Oh, dich habe ich komplett vergessen. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie der Reaper hier hin durchgekommen ist. Du kommst nicht mehr weg. Okay, du hast ein schweres Plasma. Tschüss. Aha. Holy shit. Das ist der Commander. Den Commander haben wir erwischt. Was haben wir? Laser, du hast ein schweres Plasma.
Damn it. Damen, Leader? Ich würde ihm ganz gerne helfen. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Schweres Plasma. Okay. Soll nicht sein. Gut. Naja, mehr oder weniger zumindest. Wer ist eigentlich alles verletzt? Du und der da. Oh, du hast nicht wirklich viel Heilung. Nun ja, ich habe keine Ahnung, wie der Reaper da durchgekommen ist. Das stört mich ein bisschen. Er trifft. Ja, war klar, dass der sterben wird. Da hätten wir einen, den man noch... Was hast du? Du hast ein Lasergewehr, du hast ein Plasma. Ach, Kacke. Der Reaper musste weg. Einer weniger. Ja. War leider nichts. Ich hätte gehofft, dass ich mit dir den heilen kann, aber das wird sich nicht ausgehen. Schweres Plasma. Okay, da haben wir zwei von denen. Immerhin lebt er noch. Da ist ein weiterer Reaper. Der Reaper muss weg.
Führt keinen Weg dran vorbei. Machen wir zwei Snapshots. Gut. Ich weiß noch nicht, wieso der nicht gestorben ist. Bei so viel Damage. Aber... soll's. Und du hast zwei Wunden. Leider kommst du nicht mehr zurück. Ach, hier ist die Hölle los. Autsch. Und tschüss. Ja. Darf man nicht stehen machen, einfach da draußen stehen bleiben. Ich vergesse immer, dass sie nicht sprinten können. Der lebt noch. Du musst dich um den Reaper kümmern. Haben wir noch? Nicht ideal. Da ist sonst niemand mehr. Vielleicht können wir ihn retten. Wir werden sehen. Mal gucken, ob er wieder aufsteht. Hier ist nichts mehr. Ob da einer durchgekommen ist, das könnte auch immer sein, aber es sieht gut aus. Okay. Erstmal nichts Schlimmes passiert. Tag der Herr. Okay. Er will nicht ganz so wie wir. Aber das wär's für ihn. Aha. Gut. Da ist nichts. Komm wieder rein. Nichts. Natürlich hat der Penner noch Reaction Fire. Wie immer. Okay, schweres Plasma. Er muss sterben. Nichts. Okay, sieht gut aus. Es ist immer noch, dauert noch relativ lange die versteckte Bewegung. Hier sehen wir nichts mehr. Da ist ein toter Floater drin. Da ist ein Reaper. Huh. Okay.
sehen wir nichts. Vielleicht ist der andere am Ausbluten. Nichts. Der ist immer noch am Boden. Okay. Ich bin froh, dass die Miniguns noch leben. Die sind extrem wertvoll. Gerade gegen die Reaper. Da ist nichts. Okay, das ist ein Leader mit einem Blaster. Tja. Okay. Zuallererst mal. Da ist noch so ein Spast. Huch, Glück gehabt, ich hab mich verklickt. Stirbt leider nicht so schnell. Okay, gut. Schauen wir hier durch, da ist nichts. Da ist auch nichts. Okay, die rennen hier einfach vorbei. Wie kommt da einer hin? Das verstehe ich nicht. Irgendjemand muss sich um den kümmern. Okay, was haben wir hier? Einen Ingenieur ohne Waffe. Gut. Du. War hier nicht irgendwo was? Mittlere Katastrophe. Ich weiß nicht, wie die hier immer durchkommen. Nichts. Tja, da ist keiner. Haben beide den Laser. Aha. Gut. Soll mir recht sein. Ja, keine Ahnung, ob der jetzt hier weiter in diese Richtung geht. Wie gesagt, hier irgendwo habe ich Laserschüsse gehört. Ich weiß nicht, wo das war. Aber Laser dürfte eigentlich gegen die Rüstung nichts ausrichten können. Deswegen sollten wir das sehen. Das ist der. Dass das nicht reicht, ist traurig. Okay, gut.
weiterer Ingenieur. Wieso wird angezeigt, dass ich hier rein kann und dann kann ich es trotzdem wieder nicht? Ach. Okay, was ist mit ihm hier? Wir müssen uns ein bisschen genauer umsehen. Wie schaut's hier aus? Und wieder zurück. Nichts mehr. Okay, da ist ein weiterer Reaper. Damit unser Gefangener ist am Brennen. Ärgerlich. Okay, der wäre weg. So, und du kommst wieder hier rüber. Da ist keiner. Hier geht langsam die Munition aus. Einer weniger. Wir sehen nichts mehr. Könnt mal gucken, was das für einer ist. Ist nur ein Soldat. Okay. Lassen wir den ausbluten. Du hast bereits gezogen. Mit dir kann ich nicht wirklich viel machen. Vieles ist, glaube ich, nicht mehr. Der Raum ist frei. Das ist gut zu wissen. Der Raum ist frei. Aha. Was machst du denn da? Eigentlich wäre es wahrscheinlich besser, ihn liegen zu lassen. Oder sie. Weil jetzt wird sie wahrscheinlich sterben. Das war jetzt auch nicht gerade schlau. Wenn wir uns ehrlich sind. Okay. Ja, was soll's. Vielleicht lebt Luno, lebt nur noch einer. War nicht hier irgendeiner gestorben? Doch. Dammit. Den hat's auch erwischt. Tja, was will man tun?
Wo ist denn der letzte? Da schon mal nicht. Der steckt wahrscheinlich irgendwo hier hinten fest. Würde ich darauf tippen. Du kommst da erstmal wieder zurück. Na, da dürfte jetzt nichts mehr sein. Vielleicht ist es irgendwo noch ein verstreuter Reaper auch. Ups. Ja, es ist, dürfte nur noch einer sein. Die Frage ist, wo ist er? Wo ist der Penner? So, ihr deckt die Seiten für den Fall, dass irgendwo noch was ist. Okay, wir sehen gar nichts mehr. Mal hier rein. Er muss fast hier hinten sein, oder? Geht fast nicht anders. Ja, okay. Da ist er. Und hat eine Toxigon. Bringen wir Verstärkung hin. Darf nicht wahr sein. Jetzt verschießt er wahrscheinlich. Nee. Okay, wir haben es geschafft. 4 tote XCOM-Mitarbeiter. War mindestens einer dabei, der richtig gut war. Wahrscheinlich waren mehr dabei, die richtig gut waren. Och, ich muss wieder aussortieren. Eine Escher-Granate. Fertigte persönliche Rüstungen. Ja, wirklich. Gelohnt hat sich das natürlich nicht. Aber was will man tun? Transfer nach Indonesien. Das Zeug kann alles weg. Und die Lagerkapazität ist natürlich mal wieder überschritten, obwohl ich ein neues Lager gebaut habe. Tja, ich räume kurz aus und sehen wir uns gleich wieder zum Debriefing. So, 3 Millionen mehr. Nicht, dass uns die großartig viel bringen, aber... Naja, immerhin etwas. Förderung. Wer ist gestorben? Burhan. Naja, was soll's? Ich glaube, das war ein Xer. Statis, der schmerzt und die anderen zwei schmerzen auch. Aber es ist... Es ist keiner von den Kommissaren gestorben. Das ist schon mal gut. Es ist keiner von den Kommissaren gestorben. Kaufen wir 4 neue Leute. Haben wir noch ballistische... Ja, passt. Irgendwo sind noch 5 Wissenschaftler untätig. Hier. Weil wir keinen Laborraum mehr haben. Komischerweise. Okay.
Was soll's. Gut, ja, dann haben wir wieder ein paar richtig gute Agenten verloren, dummerweise. Aber Anatoli hat überlebt und Tiomi hat überlebt. Und das ist so ein bisschen die Hauptsache. Mein Oberagenten kriegen wir wieder, denke ich. Schauen wir mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.